Warum haben Menschen Angst vor weißen Haien und sehen sie als die kaltblütigen Killer der Tiefe? Warum haben viele Bedenken, im Ozean zu schwimmen? Begleiten Sie unsere drei Abenteurerinnen auf ihrer Reise zu den Spitzenprädatoren des Ozeans. An der Südküste Südafrikas gibt es drei bedeutende Buchten: False Bay, Hans Bay und Mossel Bay. In False Bay besuchen wir Chris und Monique Fellows. Sie sind weltbekannt für ihre Dokumentation des Sprungverhaltens der weißen Haie. Enrico Gennari ist Italiener und arbeitet als Forscher. Er lebt in Mossel Bay und arbeitet dort täglich mit diesen genialen Tieren. In Hans Bay tauchen wir in einem Käfig nach Haifischen. Jährlich kommen 40.000 Touristen hierher, um den weißen Haien in ihrer Lebenswelt ganz nahe zu kommen. Chris Fellows ist ein bekannter Naturfotograf, Naturforscher und Umweltschützer. Am bekanntesten ist seine Dokumentation über das Sprungverhalten der südafrikanischen weißen Haie. Chris und seine Frau Monique engagieren sich zum Schutz von Haien und sind Experten für das Verhalten von weißen Haien. Ich habe 1991 mit meiner Arbeit mit weißen Haien begonnen. 4 Jahre lang habe ich als Freiwilliger in dem Forschungsinstitut für weiße Haie auf Dyer Island gearbeitet. 1996 ging es mit einem Kollegen nach Seal Island. Dort entdeckten wir das unglaubliche Sprungverhalten weißer Haie. Ich habe mich selbstständig gemacht und arbeite seit fast 2 Jahrzehnten mit diesem großartigen Tier. Es ist früh am Morgen, als unsere Tour mit der Apex Shark Expedition auf die bekannte Seal Island in der False Bay beginnt. Das liegt vor der Küste Kapstads. Es ist Juli, also mitten im Winter im Kap. Es ist windstill, aber die Luft ist kalt. Schon bald entdecken wir Seehunde, die von ihrer morgendlichen Jagd zurückschwimmen zur Insel. Aber auch diese Jäger werden zu Gejagten. False Bay ist beeindruckend. Nicht nur die fliegenden weißen Haie, was alleine schon unglaublich ist, sondern auch viele andere Tiere. Das geht vom gewöhnlichen Delfin, manchmal über 1000 Tiere, bis hin zu Walen, Südkappern. Die Wale bringen hier ihre Kälber zur Welt. Ganz selten sieht man auch Orcas bei ihrer Delfinjagd. Hier befindet sich auch Afrikas größte inselgebundene Seehundkolonie und eine große Pinguinkolonie. Was will man mehr als Naturforscher? Die Hoffnung, weiße Haie springen zu sehen, ist der Hauptgrund, warum Menschen nach Seal Island kommen. Wenn es passiert, dann ohne Vorwarnung. Man muss einfach die ganze Zeit den Köder beobachten. Selbst wenn es langweilig wird. Weiter beobachten, wenn du es nicht verpassen willst. Manchmal dauert es nur 0,7 einer Sekunde, also sehr, sehr schnell. Um die Haie anzulocken, wirft die Crew einen Köder aus Teppichflicken in Form eines Seehunds ins Wasser. Weiße Haie zeigen ihr Sprungverhalten auch an anderen Orten der Welt. Es scheint jedoch, als ob sie es hier auf Seal Island in ganz besonderem Ausmaß tun. Heute war kein Sprungtag. Als aber ein großer Schwarm Delfine vorbeikam, war unsere Enttäuschung schnell verflogen. Vor uns schwimmen ca. 500 gemeine Delfine. Die Art sehen wir regelmäßig in False Bay. Sie bilden große Schwärme. Sie kommen in erster Linie her, um Sardinen und Sardellen zu fressen. Der Anblick ist unglaublich. Ein echtes Privileg, diese Momente, in denen man solche großen Schwärme sieht. Momentan suchen sie nach sogenannten Köderfischen und weiterer Beute. Vielleicht werden sie in den nächsten 1 bis 2 Stunden enger zusammenrücken und von Tölpeln und von Walen begleitet.
Und dann sieht man vielleicht eins der spektakulärsten Dinge, die wir entlang der Küste haben, den sogenannten Baitball, also einen riesigen Schwarm Fische, der sich bewegt, als wäre er ein Lebewesen. Sie sind rasend schnell. Ich habe sie schon mit 15 bis 20 Knoten beobachtet, also mit ca. 35 Stundenkilometern. Sie sind flink, hydrodynamisch und offensichtlich sehr schnell. So machen sie gute Beute und fliehen vor ihren Fressfeinden. Jedes Jahr im April versammeln sich die weißen Haie bei Seal Island. Sie verlassen die küstennahen Gebiete, wo sich im Sommer viele Fische und Haie aufgehalten haben. Jetzt sind diese weggezogen und die weißen Haie haben nur die Seehunde als Futter. Zu dieser Zeit wurden die Heuler bereits von den Muttertieren entwöhnt. Sie sind etwa 6 Monate alt und schwimmen hinaus, um das erste Mal zu jagen. Sie sind nahrhaft und dick, der richtige Energielieferant für weiße Haie. Außerdem sind die Heuler noch unerfahren auf ihren ersten Touren. Für die weißen Haie ist das der perfekte Augenblick, nach Seal Island zu kommen. Hier gibt es viele weiße Haie im Teenageralter, die um eine relativ knappe Futterquelle kämpfen. Deshalb sieht man diese genialen Bilder aus der Luft, wenn sie Seehunde jagen. Jeder Fotograf weiß, es gibt nie das perfekte Bild. Irgendetwas könnte immer besser sein. Also ist man immer auf der Suche nach dem Bild. Für mich ist das Wichtigste, den natürlichen Kampf zu zeigen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Wenn mein Foto das den Menschen vermitteln kann, habe ich etwas erreicht. Chris Fellows und sein Team haben seit 1997 über 5500 Raubzüge von weißen Haien beobachtet und dokumentiert. Die Medien lassen uns glauben, dass Haie absichtlich Menschen töten und man vor ihnen Angst haben muss. Natürlich ist es eine Tragödie, dass Haie töten, weltweit durchschnittlich 5 oder 6 Menschen jährlich, allerdings fast immer unabsichtlich. Auf der anderen Seite dringen Menschen in den Lebensraum der Haie ein und töten jährlich über 100 Millionen von ihnen absichtlich. Den meisten werden bei lebendigem Leibe die Flossen entfernt. Dann werden sie ins Meer zurückgeworfen, wo sie sterben. Die Küstenstadt Mossel Bay an der Südküste Südafrikas ist weltbekannt für ihre weißen Haie. Mossel Bay for control, Mossel Bay on Tower, Mossel Bay on Tower. Hier ist die Cheetah. Good morning, sir. Guten Morgen, Sir. Wir bitten um Erlaubnis, den Liegeplatz und den Hafen verlassen zu können. Ende. Enrico Gennari kommt aus Italien und lebt seit 2005 in Südafrika. Als Kind sah er eine Dokumentation über weiße Haie in Südafrika und sagte zu seiner Mutter, dass er das eines Tages machen wolle. Zurzeit schreibt er seine Doktorarbeit über die Physiologie weißer Haie. Gemeinsam mit 3 anderen betreibt er ein Forschungsinstitut in Mossel Bay. Der Wind ist perfekt. Er treibt die Grundköder auf die offene See. Wir benutzen einen Mix aus Fischerzeugnissen. Das ist perfekt. Also haben wir die Insel, unser Boot und die in Richtung See treibenden Köder. Dort halten sich die Haie auf, wenn sie Seehunde jagen. Die Seehunde schwimmen hinaus, um zu fressen,
kommen dann zurück und dort warten die Haie auf sie. Kannst du ein bisschen mehr auf 10 Uhr beidrehen? Da hinten sehen sie Vögel nah über der Wasseroberfläche fliegen. Und da ist ein bisschen Schlick im Wasser. Da könnte gerade ein Raubzug stattgefunden haben. Also lass uns hinfahren, um uns das anzuschauen. Das war sehr wahrscheinlich ein kleiner Seehund. Sieht nicht sehr groß aus. Ein kleiner Seehund auf dem Weg zurück und unser Hai hat ihm aufgelauert. Und das ist, was übrig bleibt von dem Angriff. Sehr wahrscheinlich hat der Hai die beiden Körperteile gefressen und den Darm übrig gelassen. Schauen Sie, der Darm eines Seehundes ähnelt sehr unserem Darm. Sie sind Säugetiere wie wir. Viele Blutgefäße. Und das ist der Rest eines Raubzuges. Das ist Seal Island. Der Ort, an dem wir für die nächsten Stunden vor Anker gehen. Ich hoffe, wir sehen weiße Haie. Das ist eine Dorade. Sie wird auch Goldbrasse genannt und sieht schön aus. Sie hat nicht zu viel Fleisch, aber einen recht schönen Kopf. Und, wie sollte es anders sein, Haie mögen sie. Wenn Haie Doraden sehen, kommen sie an die Wasseroberfläche. Wir locken sie mit den Grundködern zum Boot. Aber dann brauchen wir etwas, damit der Hai an die Wasseroberfläche kommt. Haie sind nicht so, wie es in dem Film Der weiße Hai beschrieben wird. Die Rückenflosse schaut immer aus dem Wasser und so. Also müssen wir sie anlocken, damit wir sie beobachten können. Für unsere Unterwasseraufnahmen haben wir eine Stange mit der Kamera im Unterwassergehäuse verbunden. Momentan sehen wir nur viele Fische. Hoffentlich kommen bald auch Haie. Für mich ist das ein guter Ansatz. Wir forschen nicht um der Forschung willen. Hier geht es um die Forschung angewandt auf Menschen. Forschung für Menschen. Wir möchten unsere Erkenntnisse mit anderen teilen, um sie darauf aufmerksam zu machen, wie genial diese Tiere sind. Moment, ein Hai. Hat er eine Marke? Könnt ihr das VR-100 einschalten? Hier könnten irgendwo zwei Haie sein. Einer 3 und einer 3,5 Meter lang. Einer heißt Pinocchio und der andere Sparta. Zur Zeit haben wir zwei Haie. Dieses Geräusch ist von einem Hai. Sie hat einen weißen Fleck auf der Nase. Sie checkt die Lage. Und wir sehen die Rückenflosse. Jetzt wendet sie. Der Hai mit der Narbe auf der rechten Seite ist Hai Nummer 3. Weißer Fleck links auf der Rückenflosse. Auf unserem Datenblatt finden wir Informationen über den Hai. Wir notieren uns die Größe des Haies und das Geschlecht. Hier haben wir verschiedene Markierungen auf der Rückenflosse und der Schwanzflosse. Außerdem notieren wir die Anzahl der Fotos, die Chris und Robert machen. Wenn wir wieder zu Hause sind, können wir sowohl die Daten als auch jegliche Markierungen auf dem Körper des Hais abgleichen. So können wir sie in Zukunft immer wieder erkennen. Das ist wichtig, um die Population der weißen Haie in dieser Region schätzen zu können. Diese Bucht ist auch genial, weil es Haie gibt, die über 7 oder 8 Monate im Jahr in der Bucht bleiben und Jahr für Jahr wiederkommen. Und das ist elementar für jede Studie über eine Population. Deshalb ist dies eine sehr wichtige Bucht für weiße Haie. Eine der besten in der ganzen Welt. In any part of the world.
Bis heute hat das Team von Oceans Research über 350 weiße Haie markiert. Ein Hai schwamm zum Beispiel von Mossel Bay nach Australien in nur 3 Monaten. 11.000 Kilometer in nur 3 Monaten. Und das ziemlich geradlinig. Er hat das Erdmagnetfeld genutzt und auch die Strömung, die in diese Richtung fließt. Ein Hai hat unsere heutigen Unterwasseraufnahmen je beendet, als er mit seiner sandpapierähnlichen Haut, mit seinem Schwanz, an das Gehäuse gekommen ist und es stark zerkratzt hat. Glücklicherweise konnte eine Lackiererei es so gut polieren, dass das Gehäuse wie neu war. Hier im Labor für Meeresbiologie in Mossel Bay beschäftigen sich Forscher mit kritischen Fragen, die wichtig sind für die Erhaltung und einen guten Umgang mit diesen sehr wichtigen Spitzenprädatoren. Herzlich willkommen zu meinen tierischen Begegnungen. Es ist früher Morgen hier in Kansbay in Südafrika. Und dieses Gebiet hier vor der Küste ist bekannt für die weißen Haie, die hier leben. Und genau um dieses Tier geht unsere heutige Folge. Und wir wollen herausfinden, wie gefährlich ist dieses Tier wirklich. Käfigtauchen mit weißen Haien ist ein Hauptgrund, warum mehr als 40.000 ausländische Touristen jedes Jahr hierher kommen und abtauchen in das temperierte Wasser am Kap. Hier nochmal eine kleine Erinnerung für alle, wie es draußen auf dem Wasser ablaufen wird. Wir werden von hier aus ca. 10 bis 15 Minuten mit dem Boot rausfahren. Tauchen im Käfig ist eine sichere Möglichkeit, diese großen Haie in ihrem Lebensraum zu erleben. Für viele ein einmaliges Erlebnis. Es ist ganz wichtig, dass alles im Käfig bleibt. Aber keine Panik, es ist nicht so wie in dem Film Der weiße Hai. Hoffentlich erleben Sie heute Morgen, dass der Großteil der weißen Haie sehr ruhige und vorsichtige Tiere sind. Sie sind sehr majestätisch im Wasser und sehr anmutig. Weltweit findet man hier in der Region, Hans Bay oder Klein Bay, das gesamte Jahr hindurch die meisten weißen Haie. Weitere Hotspots befinden sich vor der Küste Australiens, in Kalifornien und zu manchen Jahreszeiten auch vor der Insel Guadeloupe. Es gibt also auch andere Orte auf der Welt, wo man Haie findet. Aber hier spricht man definitiv vom Mekka der weißen Haie. Bedauerlicherweise haben viele Menschen falsche Vorstellungen von diesen Tieren. Durch Filme wie Der weiße Hai haben sie einen schlechten Ruf. In dem Film werden sie als hirnlose Killermaschinen dargestellt, die nur da draußen rumschwimmen, um alles zu töten, was sie sehen. Aber diese Sichtweise ist absolut falsch. Man muss begreifen, dass weiße Haie in ihrer natürlichen Umgebung sind. Sie sind Prädatoren, also jagen sie. Sie sind aber nicht diese hirnlosen Killermaschinen, zu denen sie von den Medien gemacht werden. Nehmen wir zum Beispiel Haiangriffe auf Menschen. Wir wissen, dass jährlich weltweit 5 oder 6 Menschen durch Angriffe von weißen oder anderen Haien ums Leben kommen. Das ist weltweit. Und wir reden hier von allen Haien, die es gibt. Wenn man das mit jedem anderen Tier vergleicht, stehen Haie am Ende der Liste. Es sterben viel mehr Menschen durch Schlangenbisse oder sogar Hundebisse, durch Moskitostiche oder Nilpferde. Und ich könnte noch mehr Tiere aufzählen. Trotzdem haben sie leider diesen schlechten Ruf. Auch weiße Haie gehen wirklich nur auf ihren natürlichen Beutefang. Menschen sind nicht ihr Beuteziel. Für gewöhnlich handelt es sich bei einem Haiangriff nur um einen Biss und danach ist der Mensch wieder frei. Es wäre sehr außergewöhnlich, wenn ein ganzer Mensch gefressen werden würde. Sobald sie zugebissen haben und merken, dass es nicht das ist, was sie dachten, lassen sie los und schwimmen weg. Und auch das passiert zum Glück nicht so oft.
Hoffentlich gelingt es uns, Menschen darüber aufzuklären, dass diese Tiere für das Wohlergehen des Ozeans absolut notwendig sind. Haie stehen ganz oben in der Nahrungskette. Und sobald man anfängt, sich in die Nahrungskette einzumischen, vor allen Dingen, wenn man die Prädatoren rausnimmt, fällt alles darunter aus dem Gleichgewicht. Das ganze Ökosystem und die marine Umwelt verschlechtern sich. Hoffentlich lernen wir Menschen, warum diese Tiere hier sind. Sie sind sowohl für das Gleichgewicht im Ozean, als auch für das Wohlergehen des Ozeans wichtig. Bedauerlicherweise sind Haie vom Aussterben bedroht, obwohl sie in einigen Ländern eine geschützte Art sind. Südafrika hat 1991 als erstes Land damit begonnen. Trotzdem werden sie wegen ihrer Kiefer und Flossen gejagt. Selbst in Regionen, in denen sie unter Schutz stehen, werden sie wegen ihrer Kiefer gewildert, weil man auf dem Schwarzmarkt eine Menge Geld dafür bekommen kann. Auch ihre Flossen sind sehr wertvoll. Haie sind Nomadentiere. Sobald sie ein Schutzgebiet verlassen, sind sie freiwild und können auch gefangen werden. Glücklicherweise gibt es viele weitere Dokumentationen über weiße Haie. Deshalb glaube ich, dass Menschen immer mehr über Haie lernen und erfahren, warum wir sie brauchen und sich ihre Wahrnehmung hoffentlich ändert. Hoffentlich auch durch unsere Arbeit hier, obwohl wir nur zum Haifischtauchen herkommen. Wir tauchen mit weißen Haien, um anderen diese Tiere zu zeigen. Hoffentlich können wir ihre Einstellung schon dadurch ändern. Sie sollen sehen, welch geniale und majestätische Tiere das sind und wie wichtig es ist, diese Tiere zu bewahren. Und zwar nicht nur die weißen Haie, sondern alle Arten. Denn sehr viele Haiarten werden heutzutage immer weniger und sind vom Aussterben bedroht. Mein Verständnis von Haien hat sich verändert. Wir können unsere Meinung nicht auf dem aufbauen, was wir täglich hören. Wir müssen uns kritisch mit den Medien auseinandersetzen. Ich bin so glücklich, dass ich die Chance hatte zu dieser nahen Begegnung mit Haien. Weiße Haie sind so ruhige und prachtvolle Tiere. Normalerweise sind sie sehr behutsam. Jeder hat eine einzigartige Persönlichkeit. Manche sind mutig, andere schüchtern, andere entspannt. Auch Tiere haben individuelle Persönlichkeiten. Das sollten wir nicht vergessen. Ich glaube an einen Schöpfergott, der auch Haie geschaffen hat. Offensichtlich für eine perfekte Welt, er hat sie nicht geschaffen, damit sie andere Geschöpfe fressen. Das war eine Folge der Sünde. Gottes ursprünglicher Plan war, dass wir alle in Frieden und Harmonie zusammenleben. Der Mensch hat die Sünde gewählt und jetzt tragen wir alle die Konsequenzen. Ein respektvolles Miteinander kann die Ängste verringern, die wir voreinander haben.